Rom im August. Normalerweise tummeln sich dann hier nur normale Touristen. Doch diese Woche war das anders. 50.000 Ministranten waren hier in der Stadt und haben die Stadt eingenommen. Nun geht die große Ministrantenwallfahrt 2014 zu Ende. Ein Grund für uns, ein Fazit zu ziehen. Dein Fazit von dieser Wallfahrt? Also in allem sehr schön. Rom, schöne Stadt. Und die Gemeinschaft war auch prächtig, alles optimal. Also ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass nichts Großes passiert ist. Klar, es gibt einen Mückenstich und mal einen Magen verdorben und die Hitze ist auch nicht für jeden so einfach. Aber es gibt keine großen Verletzungen, es ist niemand so wirklich verloren gegangen, es ist nichts Großes bei großen Veranstaltungen passiert. Da bin ich erstmal sehr, sehr dankbar für und sehr froh, dass das so gut gelaufen ist. Wenn jetzt noch alle gut heimkommen, ist der organisatorische Teil gut gelaufen. Und ansonsten finde ich, ist es einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung, wenn man durch die Stadt läuft und die Minis sieht, die alle miteinander in Kontakt kommen, sehr friedlich, auch mit den Einheimischen irgendwie Kontakte haben und tolle Stimmung machen. Das ist einfach super. Was glauben Sie, welches Bild hat die katholische Kirche von Deutschland hier in Rom in diesen Tagen abgegeben? Also ich glaube, die deutsche Kirche hat sich als eine junge, als eine unglaublich lebendige, sympathische, nicht? Man muss ja immer nur die Gesichter der Kinder und Jugendlichen schauen, als Kirche gezeigt. Sie hat sich gezeigt als eine sehr aktive, ne? Also eine, die, nicht, wo unheimlich junge, viel junges Potenzial auch da ist, trotz aller Schwierigkeiten, wollen wir ja nicht einfach ausblenden. Und sie hat doch manchem auch hier, den Italienern oder auch im Vatikan, noch mal einen neuen Blick auf Deutschland gegeben. Also ich bin mir sicher, dass solche großen Events, wie jetzt diese Wallfahrt auch natürlich eins ist, immer eine große Nachhaltigkeit haben, in dem Sinne, dass sie für den Einzelnen natürlich riesen Motivationsschub sind, dann das alltägliche Messdiener sein, das alltägliche Ehrenamt, alles, was man in Kirche so macht, dann auch weiterzuführen. Damit hatte ich nicht gerechnet, denn die Deutschen sind normalerweise sehr ruhige Menschen und das war jetzt ganz anders. Sie haben animiert und richtig Stimmung gemacht. Wie haben denn deine Gruppenmitglieder reagiert, als du wieder zu ihnen gestoßen bist? Sie haben sich gefreut, haben eine Laola-Welle für die Anna und mich gemacht und haben sich für uns auch gefreut, dass wir eben da oben stehen konnten und ja, eben den Papst so nah erleben konnten. Ja, die waren alle schon im Bus, wir wurden mit Bussen abgeholt und ich komme rein, alles fängt an zu jubeln und irgendwie aus jeder Ecke kommt, Sarah, kannst du mir die Hand geben? Und ich bin einmal durch den kompletten Bus gelaufen und habe jedem die Hand gegeben. Ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so vielen Menschen die Hand gegeben. Hast du die Hand mittlerweile schon wieder gewaschen? Ja, aus Scherz sage ich immer so ein bisschen zu allen, die fragen, habe ich noch nicht, ist ein bisschen schwierig mit Duschen, so die Shampooflasche mit einer Hand aufkriegen, ist nicht ganz so einfach, aber doch, beide Hände sind gewaschen. In Zügen und Bussen sind nun die Ministranten wieder auf dem Weg Richtung Deutschland. Und auch für mich endet nun an dieser Stelle die Berichterstattung hier aus Rom von der Ministrantenwallfahrt 2014. Und ich kann mich nur den folgenden Worten anschließen.